Hallo und herzlich willkommen hier bei foxtechnologies.com, de und net. Ist ja beides oder alles drei das gleiche. Heute haben wir uns mit folgender Frage teamintern befasst. Und zwar, Windows 8 wird ja bald kommen mit seiner Metro UI. Und ja, wie wir es von Windows 7 her kennen, hat Microsoft ja ziemlich gut am, sagen wir mal, Prozessmanagement gedreht. Das heißt, Windows 7 kommt ein flotter vor wie sein Vorgänger. Windows 8 soll das Ganze nochmal toppen. Nun, die Frage, die wir uns gestellt haben, passen die aktuellen Systemvoraussetzungen von Windows 8 aus der Developer Preview, wie sie angegeben sind, auf einen Asus EPC 900 mit einem 900 MHz Celeron und 1 GB RAM? Microsoft gibt zwar den 1 GHz an, aber wir sehen das jetzt nicht so tragisch. Also bei 100 MHz sollte es eigentlich keinen himmelweiten Unterschied geben. Der Celeron ist noch auf der Centrino-Plattform aufgebaut, im Prinzip nur etwas runtergetaktet. Leistung sollte eigentlich schon einigermaßen vorhanden sein. So, hier haben wir mal ein Test-Setup aufgebaut. Ein externes DVD-ROM, in dem Fall aber hier ein DVD-Brenner, tut aber auch nichts zur Sache. Und eine Logitech Trackball. Hier ist der EPC selber. Nicht wundern, die Tastatur knarzt etwas, das sind halt so EPC-Eigenheiten. Eine Webcam hat er auch, eigentlich ein super tolles Surfbook, aber man merkt, hier ist zulasten der Qualität massiv gespart worden. Somit staubt es jetzt bei mir in der Ecke rum, aber für dieses, ja, sagen wir mal Technik-Review oder ja, für diese Challenge, die wir hier machen, reicht es perfekt aus. Gut, ich bin jetzt hier schon im BIOS drin und habe die Bootreihenfolge auf das externe Laufwerk umgestellt. Ich werde jetzt hier mal kurz ranzoomen. Oh, man sieht auch schon, ich möchte hier den Bootprompt verlassen. Kommst du da rüber? So. So, mit einem Klick auf OK wird der Reboot-Prozess eingeleitet und die Windows 8-Installation sollte starten. Aktuell gibt es Windows 8 auch nur auf Englisch. Und in der Tat, schon kriegen wir einen kleinen Prompt. Die Platte ist übrigens eine neue Seagate mit 7200 Umdrehungen. Einfach damit wir eine gute Plattform haben, weil die Platte ist ein echter Flaschenhals. Eine 5400 Umdrehung Platte bei einem 900 MHz Celeron wäre auch ein bisschen hart. So, man sieht ja auch schon der Black Screen, also das Ganze braucht ziemlich lang zum Laden, also länger wie ich es gewohnt bin. Als ich das Ganze auf meinem i7 habe testen dürfen, da waren wir schon viel, viel weiter als jetzt. Jetzt sehen wir hier als den Developer Bootscreen. So werden wir ihn auch beim Hochfahren kriegen. So, jetzt wird die eigentliche Installation gestartet. Viel Auswahl haben wir hier nicht. Deswegen werden wir alles auf Englisch belassen. In dem Fall passt der Snickers-Werbespruch ziemlich gut, weil es dauert wirklich lange. So, jetzt sind wir hier. Da dürfen wir jetzt quasi die Vertragsbedingungen akzeptieren. Wir wollen kein Upgrade machen. So. Trotzdem mal kurz hier schauen. Erstmal alle Partitionen soweit löschen. Dann werden wir eine neue mit dem vollen Speicherplatz erstellen.
Jetzt können wir den Installationsvorgang einleiten. So, und da der Vorgang etwas lang dauern wird, pausiere ich und melde mich gleich beim ersten Reboot wieder. So, ja, bin ich wieder. Jetzt ist er im Reboot-Prozess. Die Installation ging doch schneller als gedacht. Was jetzt kommt, ja, ist noch die Übernahme der Registry-Settings und der kleine Hardware-Test. Da wird Windows 8 aber wahrlich auf Granit beißen. Ich bin ja wahrlich gespannt, wie die User Experience sein wird. Also wird das Ganze flüssig laufen, wird es laggen, reicht es nicht mal, um Solitär zu spielen. Also die First Preparation, die dauert ja wirklich echt ewig. Man kriegt hier sogar eine Prozentzahl angezeigt. Das verdeutlicht ja schon, wie langsam das System an sich schon ist. Allein die Tatsache, dass wir den Screen schon so lang sehen. Auf meinem Core-to-Do-Laptop, da war der nur kurz da, hat kurz aufgeflackert, 5 Sekunden seinen Test dahingelegt und fertig. Und ja, hier kriegen wir jetzt die totale Boot-Screen-Show. Auch diese scheint jetzt überstanden zu sein. So, wir haben wieder ein Black-Screen, ein Reboot. Den schicken Boot-Screen. Mit der Halbkreisanimation, die sind wohl gerade sehr schick. Ich persönlich bin ja Verfechter eines Windows-Ladebalkens. Juhu, und schon wieder Bootscreen-Action. Nun, da das Developer-Preview ziemlich stark an Windows 7 angelehnt ist, wird es von der Performance eigentlich eher wenig Unterschiede geben. So, für diese Prozedur, das dauert jetzt ein bisschen, ich bin gleich wieder da. So, hier bin ich nochmal. Man muss wirklich allerhand Informationen eingeben, die von Bedeutung sind. Wenn man einen Windows Live Account hat, wenn man mit dem Internet verbunden ist, möchte er einen Windows Live Account für SkyDrive und Co. anlegen. Dann werden gewisse Dinge wie Bilder und Desktop-Themes bei Internetverbindung dann automatisch synchronisiert. Da wir jetzt aber nicht mit dem Internet verbunden sind, wird ein ganz normales User-Konto angelegt. Auch das dauert wirklich gut lang, muss man so sagen. Aber wie schon oft gelernt, eine lange Installationsdauer muss nicht unbedingt heißen, dass das Grundsystem in seiner Funktion auch langsam ist. Specs dieses EPC 900 sind übrigens 160 GB Platte, 1 GB DDR2 Arbeitsspeicher mit 533 MHz und ein 900 MHz Celeron auf Centrino Basis. Die Grafik müsste eine Intel GMA 59 sein. So, interessant ist, dass wir jetzt einen vollen Black Screen haben. Ob er jetzt was tut, kann ich so nicht sagen. Wir müssen uns echt überraschen lassen. Auf meinem ThinkPad T61 habe ich da auch schon ein paar Bugs gehabt, dass man den Bildschirm erst runter und wieder hochklappen musste, dass ich sowas jetzt hier nicht erleben muss. Zumindest sehe ich eine Maus, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das HDD-Licht flackert immer noch. In dieser Szene greift jetzt wirklich der Snickers-Werbespruch. So, jetzt tut sich wieder was. Man sieht das Hintergrundfenster für die Einrichtung, wie man es eigentlich nicht sehen sollte. Denn normalerweise wäre die Metro UI schon längst geladen. Und zur Überraschung hat man jetzt erst den klassischen Desktop gesehen und die Metro UI, wie sie sich überlagert hat.
Daran erkennt man schon, dass der klassische Desktop als Grundbasis für die Metro UI genutzt wird und nicht andersrum, wie immer vermutet. So, dann wollen wir die Metro UI testen. Wir haben jetzt halt leider keinen Multitouch. Und wie man sieht, sie leckt fröhlich vor sich hin. Da rufen wir jetzt gleich mal den klassischen Desktop auf und gucken mal, wie der sich schlägt. Auch hier sieht man gleich, aha, wir haben keinen klassischen Startbutton mehr, sondern eben hier den, ja, Button, der uns zur Metro UI zurückführt. Zumindest kommen wir über den Papierkorb an den Arbeitsplatz ran, der auch massiv vor sich hinlegt. Das ist die 32-Bit-Variante von Windows 8, die bei der Installation erfreulich wenig Speicherplatz verbraucht. Hier sieht man nochmal die Specs des EPCs. Und jetzt wäre es doch erfreulich zu wissen, ob alle Treiber bereits vorhanden sind. Dazu gehen wir in den Gerätemanager. Und was soll ich sagen, es fehlen ein. Man merkt es hier schon beim Fensterziehen, es ist eine ziemlich rucklige Angelegenheit. Die Bildschirmauflösung macht das Ganze natürlich auch nicht besser. Es hat eine Experience von ja, Windows 95 auf einem 286er. Wenn wir jetzt wieder in unsere Metro UI gehen, dann merkt man sogar durch Scrolling mit dem Mausrad, haben wir extreme Lags zu verzeichnen. Spielen wir mal ein kleines Spiel, das uns die Metro UI Apps hier darbieten. Ich habe bereits drauf geklickt, nicht so lange. Starten wir einfach mal Socialite. Das ist eine Anwendung für soziale Netzwerke wie Facebook, um Status abzufragen, zu aktualisieren, PNs zu schreiben und so weiter. Dieselbe Anwendung findet sich auf Windows Phone 7 wieder. Und was soll ich sagen? Auch die hat wohl irgendwie kein Bock, sich zu öffnen. Da frage ich mich, ob wenigstens irgendwas aufgeht. Wie wäre es hier mit dem Internet Explorer? Einzig und allein der Classic Desktop, der funktioniert halbwegs. Und auch wirklich, also laggy, wahrlich. Also man ist es gewohnt, dass das Rechtsklickmenü sofort kommt. Hier sieht man sogar wirklich noch die Animation. Jetzt öffne ich mal hier den Internet Explorer. Der kommt relativ zügig. So, ein WLAN-Treiber haben wir nicht installiert. Auch eine enttäuschende Sache, dass Windows 8 den Treiber schon mal gar nicht mitliefern. Ja, der Sound. Also, ja, es ist keine gute Experience. Es ist absolut nicht für die Mindestvoraussetzung zu empfehlen. Also wir unterschreiten sie jetzt um 100 MHz. Ich glaube aber nicht, dass das sonderlichen Abbruch tut. Ich weiß nicht, was für ein Gigahertz-Prozessor Microsoft meint, aber hier der EPC, der ist absolut überfordert. Und man kann sagen, es ist noch nicht mal eine Atom-CPU, die ja wirklich auf Energie sparen und wenig Leistungsfähigkeit ausgelegt ist, sondern es ist wirklich ein heruntergetakteter Celeron der Centrino-Serie, der eigentlich noch Leistung besitzen sollte. Und ja, es sieht zwar sehr schön auf dem Screen aus, aber mehr tut es leider auch nicht. Der klassische Desktop, der funktioniert, aber auch mit Einschränkungen, auch sehr, sehr laggy das Ganze. Die Metro UI auf dem EPC kann man komplett vergessen. Man muss dazu auch sagen, dass die Metro UI auch nicht wirklich für Notebooks ausgelegt ist, da hier einfach die Tablet-Funktionalitäten fehlen. Vielleicht wird sich das ja in Zukunft ändern. Ich persönlich werde wahrscheinlich bald auf ein Tablet umsteigen. Da habe ich schon eins ins Auge geschossen. Aber um aufs Thema zurückzukommen, der heutige Test konnte bestätigen, dass erstens ein EPC der älteren Generation nicht für Windows 8 geeignet ist und dass Microsoft nochmal die Systemvoraussetzung drastisch überarbeiten sollte, denn die scheint auch nicht wirklich zu stimmen. Wenn ein System hochfährt, ist nicht gesagt, dass
die Systemvoraussetzungen dafür gegeben sind. Ja, das war jetzt unser intensiver Test. Kriegt man ein Windows 8 überhaupt auf ein EPC? Läuft es auf einem EPC? Die Fragen sollten damit beantwortet sein. Ja und nein, beziehungsweise ja und jein. Ja, es wäre schön, wenn ihr auf unsere Community joint. http www.fox-technologies.com.de oder net. Jeder User ist wichtig und nebenbei unterstützt ihr auch unsere neue Spendenaktion für Wildtierschutz Deutschland. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr kommen würdet. Ja, so viel von mir, Kitsu von Fox Technologies. Ich wünsche euch noch einfach mal aus dem Herzen raus ein frohes Weihnachtsfest. Feiert schön. Man sieht sich auf jeden Fall noch.